Hallo, da seht ihr mich schon wieder in der Küche sitzen mit einer seltsamen Perspektive heute. Es hat aber Gründe. Da hinten köchelt nämlich jetzt gleich was. Deswegen muss ich mich einigermaßen beeilen mit der Zubereitung. Das habe ich bekommen vom San Raisen, deswegen weiße Mütze, Fanpost Consuming. Danke, San. Hier, die Kania Zwiebelsuppe, neu mit verbesserter Rezeptur, mit feinen Röstzwiebeln, würzig, kräftig, heißt es hier. Drei Teller sollen das sein. Ja, was ist drin? Zwiebelsuppe, Zutaten, Zwiebeln 41,5%, Speisesalz jodiert, Speisesalz so und so, Kaliumjodidstärke, Zucker, Palmfest, Röstzwiebeln 4,3%, Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Weizenmehl und Gewürze, Knoblauch, Speisesalz und so weiter Zeug. Ja, eine Portion, 250 Milliliter sollen 52 Kalorien haben, das ist wenig, und 46 Gramm sind es. Okay, der Knackpunkt ist, das kommt in heißes Wasser und ich muss umrühren. Zubereitung: Beutelinhalt in 750 Milliliter heißes Wasser einrühren. Das Wasser sollte inzwischen heiß sein, zumindest hört sich so an. Dann 5 Minuten leicht kochen lassen und gelegentlich umrühren. Das muss ich jetzt natürlich dabei sein, deswegen hört ihr mich hoffentlich einigermaßen. Ich habe diese Raumakustik noch nie so ausprobiert, aber ihr könnt mich zumindest sehen. Ist doch schon mal super, oder? Also, ich reiße jetzt hier schon mal kurz auf und schaue mir das mal an, wie es aussieht. Riecht auf jeden Fall mal nicht so schlecht. Sieht man das hier ein bisschen? Man kann es ein bisschen sehen. Dann tun wir es mal da rein. Hier ist mein Umrührlöffel. Getränke hole ich mal keins. Bei Suppe wird man es nicht brauchen. Drei Teller ist auch ein bisschen doof, weil so viel will ich nicht essen. Aber ich bereite es halt mal zu, wie es draufsteht. So. Also. Oh ja. Nur das köchelt. Hier seht ihr mich. Ich habe es reingekippt. Oh, das schäumt irgendwie. Und rühre es um. Eingerührt. Was heißt einrühren? Das ist alles so vage von den Infos her. Okay. 5 Minuten. Aua, aua, heiß, au. Jetzt soll ich es ein bisschen weniger heiß stellen. Schwer zu sagen. Ich bin nicht so der Suppenkoch und bei so vagen Anleitungen, naja, wir werden es sehen. Leicht kochen lassen. Na gut, tu mal den Deckel wieder drauf. Au. Aua. Das heißt Aua. Der Dampf ist schon hier heiß. Gut, hier seht ihr mit meinem Schöpflöffel, wo ich nachher rausschöpfen werde. Und dann probieren wir es mal. Ich habe ja zwei Suppen bekommen. Die andere ist noch ein bisschen merkwürdiger in der Zubereitung für meinen Empfinder. Da kommen wir bei Zeiten dazu. Jetzt wird erstmal die hier gegessen. Danke, San, für dieses Experiment. Wir werden sehen, was rauskommt. Gibt hier noch was Spannendes zu lesen? Hergestellt in Österreich, steht keine Verkaufsstätte. Ich vermute mal, es kommt aus, es ist der Netto, wie beim letzten Mal, aber ich weiß es nicht. Haltbar bis April 2024, na gut, so lange braucht man nicht. Jo. Mal gucken, wie gesagt. Trocken und nicht über Zimmertemperatur lagern, habe ich nicht getan. Da gibt es 750 Milliliter. Naja, wenn man 750 Milliliter Wasser reinkippt, dann wäre das irgendwie nicht unlogisch, finde ich. Ja gut, wir gucken. Also gelegentlich umrühren, das mache ich jetzt dann. Ich habe ja mal versucht, also ich wollte, kann ich jetzt ja im Nachhinein sagen, ich wollte hier mit Zeitraffer arbeiten, weil ich das lustig und cool finde, aber mit dem Programm, mit dem ich arbeite, geht das nicht. Da hätte ich ein anderes nehmen müssen, wo ich schon mal was experimentiert habe. Das war mir zu blöd, deswegen werden wir jetzt die Zeit hier auch so rumbringen. Beim letzten Video hatte ich ja einen coolen Gag oder einen beim vorletzten oder habt ihr vielleicht jemanden gesehen und ob er cool war, kann man streiten, aber ich hatte einen Gag oder einen Kniff, nennen wir es mal so. Diesmal habe ich ihn nicht. Diesmal muss es so gehen. Nochmal hier, Zwiebelsuppe kann ja so und so. Au. Noch 3 Minuten, wenn ich mich verschaut habe. Also leicht kochen tut es jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Es kocht schon eher nicht mehr so leicht, sondern immer noch ordentlich. Ich bin ja auch eher skeptisch, was da rauskommen mag, aber also es wird auf jeden Fall flüssig sein. Ja, und wie gesagt, kein Schimmer, ob ihr mich jetzt vernünftig versteht. Nachher bei der Nachbearbeitung wird schon gegangen sein oder auch nicht, ist ja egal. Ich glaube, das war wirklich so heiß, dass ich mir ein bisschen den Zeigefinger, den Mittelfinger, diesen hier, auch angebrüht habe. Naja, es wird schon gehen. Mein wallendes Haupthaar wallen lassen.
Und ja, es ist ein bisschen überbelichtet hier, glaube ich, aber wenn ich wieder aufs iPad tippe, dann ist es wieder ein bisschen dunkler und in dem Moment, wo ich dann wieder irgendwas mache, dann kommt die Automatik und sagt wieder, nee du, muss heller sein. Habe ich auch noch nicht rausgebracht, ob man es irgendwie besser machen kann, aber wir machen ja hier, ich nenne es ja mal Lo-Fi, so möglichst wenig Aufwand für mich und muss gehen. Punkt. So. Wie man sieht, das ist hier eben die Küche, wo ich normalerweise mehr so sitze, aber da sieht man dann den Ofen nicht. Und deswegen habe ich gedacht, hocke ich heute halt mal so. Ne? Dann gucken. Zwiebelsuppe habe ich, glaube ich, bewusst meinen Lebtag noch nicht gegessen. Sie ist vegan auch noch, also moralisch vertretbar. Wow. Hoffentlich auch geschmacklich vertretbar, das wäre ganz nett. Was gibt es sonst? Ich weiß nicht. Ja. Wie gesagt, Fanpost Consuming Eating vom Paket vom Sunrise Zen, wo ich jetzt hier gerade wacker am Abarbeiten bin. Und da kommen noch ein paar. Jo. Vor allem gegessen. Zum Trinken war nur ein bisschen was. Da habe ich Ideen, muss mal gucken, wie ich die umsetzen kann. Achso, das habe ich mal erwähnt, die Kong Strong Dose, die drin war, die hatte ich leider schon mal. Die wird aber schon nochmal ihre Aufwartung machen. Habe ich vor, aber nicht jetzt heute hier, weil bei Suppe brauche ich nochmal kein Getränk dazu. So, rühren wir nochmal wieder ein bisschen um. Ich weiß auch nicht, ob das eindicken soll. Ich kann es mir nicht vorstellen bei Zwiebel, dass da irgendwas dickflüssiger würde. Also Suppe ist wirklich irgendwie so für mich schwierig einzuschätzen. Vor allem, wenn es so kocht wie hier. Ich weiß es nicht. Okay, eigentlich sind die 5 Minuten rum. Stelle ich gerade fest. Leicht kommen lassen. Na, gucken wir mal. Also gut. Super, Schockeffekt. Jawohl, für alle Leute, die nicht wach waren, jetzt sind sie es. Gucken wir mal. So. Drehen wir das Süppchen ab. Und schöpfen wir mal ein bisschen. Oh, sieht das lecker aus. Aber man sollte sie nicht so schräg halten, dass man sich in den Finger reinkommt. So. Ich würde sie ja jetzt gerne in die Kamera halten, das ist aber ein bisschen schwierig bei flüssig. Also es sieht aus wie eine braune Brühe. Also ich sag mal so, das kommt dem optisch sehr nahe, tatsächlich. So, dann gucken wir doch mal. Also ich esse ja normalerweise meine Suppe mit Backerbsen zum Geschmacksverbessern, aber weil ich hier puristisch eine Einschätzung abgeben möchte. Probieren wir mal, ob es jetzt hier doch klappen. Ja, könnte klappen. So, probieren wir es. Auf ein Wohl. Wohl bekommst. Wobei, wenn ich hier so... Dann sitze ich aus dem Bild draußen. Ach, das geht schon. So. Also warm ist es. Korrekt. Lustig, es sieht jetzt hier wieder alles so düster aus. Es ist nicht so düster hier. Also es ist heißes Wasser mit ein bisschen Zwiebelgeschmack. Die Zwiebeln fühlen sich ein bisschen gummig an. Kann man streichen. Hallo Licht. Also ein bisschen fadig. Eben ein bisschen latent gummig, knusprig sind sie nicht, nein. Hier habe ich irgendeine andere, irgendwas rumschwimmen sehen. Damit man es mal, hier kann man es sehen vielleicht, hier. Ich weiß nicht, was das ist da. Ob der Brocken, schauen wir mal. War es vielleicht irgendein Gewürzbrocken?
Keine Ahnung. Also, es ist eine, es ist einiger ein bisschen durchaus ein bisschen würzig, doch, doch. Also, würzig kräftig soll es ja sein. Also, würzig kann man dem zugestehen, ja. Hm. Also, ich finde aber das auf den Zwiebeln rumkauen, das finde ich irgendwie nicht so sexy, muss ich so sagen. Also es ist verdaubar und genießbar, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt losrennen muss, um das in einem Supermarkt zu tun, dass ich es mal wieder essen kann, weil, ja, also die Zubereitung jetzt, wo ich es probiert habe, okay, mit der Temperatur und so, das hat einigermaßen geklappt. Ja, die Brühe ist auch nicht zu dünn, das kann man auch nicht sagen. So, mit Backerbsen drin ist wahrscheinlich Geschmack sogar einigermaßen interessant, aber wie gesagt, das auf diesen Zwiebeln rumkauen hält ich meinen Enthusiasmus in Grenzen. Aber ja, man kann es essen. Wäre es gelogen, wenn ich was anderes sagen täte. Es ist genießbar. Schmeckt würzig, ja. Aber ich bin doch mehr so ein, ich glaube, da finde ich so Sachen wie Nudelsuppen, diese asiatischen, einfach interessanter, wenn man was zum Kauen hat, was richtig ist, nicht so Gemüsefetzen. Na gut, ich habe jetzt einen Teller gegessen. Ich habe das Gefühl, der Rest hier, der wäre fast noch ein bisschen dicker, weil ich wahrscheinlich ein bisschen, da kommt glaube ich noch ein bisschen mehr Zwiebel rein ins Wasser, aber egal, mal gucken, wird schon irgendwie verspeist werden. Schauen wir also nochmal zum Sehen. Diese Zwiebelsuppe war es von Kania. Danke Sunrise N, ein Experiment. Das erste von vielen, was noch folgen wird. Also vielen ist gelogen, aber ein oder zwei sind noch, wo ich nicht ganz genau weiß, was ich davon halten soll. Werden wir sehen. Wie auch immer, danke, konsumt, ihr habt es gesehen und bis nächstes Mal. Tschüss.